Hey meine Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Heute mal mit einer neuen Taktik. Wir haben uns lange nicht gesehen. Team of the Season der Premier League ist inzwischen am Start. Und wir wollen mal eine neue Taktik probieren. Wir haben hier den einen oder anderen Tots-Spieler auch schon dabei. Wie jetzt zum Beispiel Alisson, den ich gezogen habe. Oder einen, was haben wir noch dabei? Ich muss mal gucken, was haben wir noch im Angebot? Nix. Also Alisson ist so eigentlich der Einzige, den ich wirklich mitnehme. Man hätte noch einen Schobuschlei oder so und den Gakpo in der Evo, aber darum soll es heute nicht gehen. Heute geht es um die 4-2-4-Taktik und so sieht sie aus, so wollen wir sie spielen. Ausgeglichen, 33 Breite, 45 Tiefe, langsamer Aufbau mit direkten Pässen, Breite auf 25, 6 Spieler in der Box, Ecken 2, Freistöße 1. Das ist erstmal so die Taktik. Wir können auch mit Dreiecken mal reingehen. Ist eigentlich relativ egal, ist eigene Präferenz. Und so will ich dann auf dem Feld spielen. Das soll die Formation sein. Gakpo, machen wir mal nach außen. Ronaldinho in die Mitte. Sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Dann haben wir diese Formation erstmal so, wie sie ist. Die Anweisung. Gehen wir durch hinten entlang. Linker Verteidiger kriegt nur übergreifend und engere Deckung. Genauso wie der Rechtsverteidiger. Engere Deckung und übergreifend. Engere Deckung sorgt einfach dafür, dass wenn der Gegner den Ball auf seinen Flügelspieler spielt, mein Außenverteidiger direkt rausrückt und ihm im Prinzip schon sofort am Arsch klebt. Die Innenverteidiger kriegen nichts, der Torwart kriegt, wenn man möchte, Flankenfänger und Torwart Libero. Ich mache da meistens nichts rein, weil I don't care. Die beiden Sechser oder ZMs sollten natürlich sehr flexibel sein, sollten gut im Spielaufbau sein. Aber auch defensiv was mitbringen. Hinten bleiben bei Angriffen und hinten bleiben bei Angriffen auf beide. Genauso wie Mitte abdecken. Nur einer, der offensivere, bekommt noch für Flanken in den Strafraum. Der soll einfach noch eine zusätzliche Anspieloption bieten. Und der andere kriegt einfach ausgewogen. Dann der linke Flügelspieler defensive verstärken, in die Mitte ziehen, Anspielstation. Der rechte kriegt defensive verstärken, in die Mitte ziehen, Abwehr überlaufen und am Strafraumrand beim Flanken, bei Flanken. Der soll einfach so ein bisschen der Gegenpart sein vom Linken. Der soll mehr die Offensivläufe machen und eben hauptsächlich mit nach vorne gehen, während Gakpo in dem Fall als Anspielstation dient. Die beiden Stürmer sind auch unterschiedlich. Da haben wir einmal Messi mit vorne bleiben, zentral orientieren und den anderen mit Defensive verstärken, nach außen ziehen und Abwehr überlaufen. Das ist erstmal so die Anweisung. Nach außen ziehen bei einem der beiden Stürmer, wenn ihr mit Doppelsturm spielt, ist immer eine gute Idee, weil ihr dadurch dafür sorgt, dass das Spiel auseinandergezogen wird. Die gegnerischen Innenverteidiger werden komplette Probleme bekommen, dabei Ronaldinho zu folgen, weil der eben nicht in der Mitte steht, sondern auf die Außen geht. Wie das Ganze im Spiel abläuft, gucken wir uns jetzt einfach mal an. Also wir sehen schon, Rodrigo, der eine, geht auf jeden Fall immer mit nach außen, überläuft die Abwehrspieler, soll einfach für Breite sorgen. Eben hier sehen wir schon, Ronaldinho zieht immer wieder auf außen und so haben wir dann die Möglichkeit, da im Zentrum einfach für Gefahr zu sorgen. Und Matthäus halt auch direkt, der geht mit in den Strafraum, bietet sich an als zusätzliche Sturmoption. Und dadurch wird einfach alles nochmal ein ganzes Stück gefährlicher. Wir sehen es ja schon. Matthäus geht direkt mit nach vorne, bietet sich als zusätzlichen Stürmer an, während wir hier dann mit unseren anderen Stürmern den restlichen Raum einfach nutzen. Und dann bietet sich halt noch ein Tchouaméni an, als einfach Absicherung für einen potenziellen Konter. Aber wir sehen schon, Ronaldinho ist dauerhaft nicht im Zentrum. Oh Gott. Oh Gott, schade. Nicht mit im Zentrum, sondern geht immer wieder auf die Außen. Und so kriegen wir dann einfach ganz easy die Räume. Moment mal, bevor es hier weitergeht, möchte ich dich auf diese Statistik hier hinweisen. 73% dieses Kanals sind neue Zuschauer. Also sei auch du einer von der guten Seite von diesen 27% und drücke jetzt auf den Abonnieren-Knopf und wir sehen uns beim Video. Bis dann. So geht's dann halt einfach auch.
Wenn ihr da die Möglichkeit habt, über die Außen zu kommen, einfach eine Airlines-Flanke rein, einen Aerial-Plus-Spieler mit dem Aerial-Plus-Spieler den Ball ablegen für einen Matthäus, der eben die Anweisung hat, mit nach vorne zu gehen und ist dann genau für so Momente da. Und so kriegen wir auch die Tore dann einfach. Über die Außen spielen, reingeflankt und dann halt mit Messi da gezaubert. Also es ist, geht genau so. Ja, da haben wir die ganze Magie von Lionel Messi einfach und können damit ganz entspannt alleine durchmarschieren. Aber wie gesagt, der Aufbau war auch hier wieder über Außen und dann einfach mit der Viererkette, die ihr da im Prinzip habt als Offensive, damit dann kombiniert. Aber auch übers Zentrum gehen die Kombinationen. La, ganz einfach, wollte ich schon sagen. Aber dann einmal zu viel gesprintet. Tchouaméni, also ihr braucht auf jeden Fall im Idealfall einen Spieler, der zumindest Abfang oder irgendwas Defensives einfach mitbringt, um da einfach dann, oh Gott, war es geil gespielt, um da einfach dann die Sicherheit zu gewährleisten, um die Absicherung zu haben hinten drin. Sonst wird es schwierig, wenn ihr dann nur offensive Leute habt. Aber auch über die Sechser kann man Angriffe starten. Und das funktioniert dann so. Und dann haben wir den Zehner mitgenommen. Oh mein Gott, Ronaldinho. Heilige Scheiße. Dann haben wir eben den Sechser als Anführer dieses ganzen Angriffs auf Außen, auf eine Station weiter oben, noch eine Station weiter hoch und dann Tor. Also wie gesagt, ihr könnt die komplette Offensivreihe plus diesen einen Achter mit nach vorne mitnehmen, um da Angriffe zu inszenieren. Ja, statt weiter zu spielen, drückt uns der Gegner gerade jedes einzelne Start rein, das er hat. Noch eins? Jawohl, danke. Dann nutzen wir das einfach mal, um die Wiederholung anzugucken. Hier haben wir wieder, sehen wir es wieder. Da haben wir 1000 Optionen, den Pass zu spielen. Und dann verkacken wir es, weil es dann eine Option zu viel war, beziehungsweise die falsche. Aber eben, es bieten sich 1 Million Möglichkeiten, da dann den Pass zu spielen, wenn wir dann da mal über außen kommen. Fuck, das war abseits. Aber Tchouaméni ist einfach ein geistesgestört, gute Absicherung da hinten drin. Und dann haben wir die Möglichkeit, mit einem Matthäus, mit einem Powershot, auch mal aus zweiter Reihe was zu reißen. Der Gegner quittet hier schon beim 1-0, nachdem wir da die Möglichkeit haben, schnell zu kombinieren, schnell nach vorne zu kommen. Also wir sehen es ja schon hier mit Messi. Also wir haben den Ball da eben aus der Innenverteidigung raus nach vorne gespielt. Auf Tchouaméni war es, glaube ich, und dann von dem aus auf Messi. Und dann ging es halt ganz schnell mit dem Pass auf außen. Ronaldinho ist durch. Der kann theoretisch abspielen. Auf einen Messi zurücklegen. Auf einen Gakpo ist das, glaube ich, spielen. Egal. Nee, selber drauf geschossen. Tor und Sieg. Und das ist sie, die 4-2-4 Taktik. Ich muss gerade selber überlegen, ob es ein 4-2-2 oder ein 4-4-2 ist. Nein, es ist ein 4-2-4. Ja, es ist eine offensive Formation. Wir haben sie durch die Einstellungen, durch die individuellen Taktiken ein bisschen entschärft, was die Offensivpower angeht. Also ein bisschen tiefer stehen wir, ein bisschen enger. Auch in der Offensive wollen wir ein bisschen enger stehen. Und mit einem langsamen Aufbau wollen wir das ganze Tempo so ein bisschen rausnehmen. Aber dennoch ist es natürlich eine offensive Taktik. Ihr werdet Konter kassieren. Wenn ihr da nicht gut im Verteidigen seid, werdet ihr auch Tore kassieren.
aber ihr werdet auch verdammt viele Möglichkeiten haben, Tore zu schießen. Lasst mir eure Meinung zu dieser Taktik gerne mal in den Kommentaren da und wir sehen uns in einem anderen Video. Bis dann und tschüss.